Haferpflanzungen in der Türkei zu günstigsten Konditionen. Health Travels bringt sie zu ausgewiesenen Spezialisten der Haarchirurgie mit einer Erfahrung von über 15 Jahren. Sie werden garantiert und ausschließlich vom Chefarzt persönlich behandelt, denn der operative Erfolg ist kein Zufall. Der Behandlungstag ist nur für einen Patienten reserviert, sodass der Arzt Ihnen seine volle Konzentration und Aufmerksamkeit widmen kann. Das Wachstum nach der Haartransplantation. In 5 Phasen zeigen wir Ihnen den weiteren Verlauf. In den ersten Tagen schließen sich die feinen Mikrokanäle, in die Haare implantiert wurden. Die Bildung von Wundkrusten ist völlig normal. Diese haben sogar eine schützende Funktion für den Heilungsprozess. Sie können ab diesem Zeitraum auch schon behutsam eine Kopfbedeckung tragen. Ein mildes Shampoo und das Einweichen der Krusten mit zum Beispiel Babylotion unterstützen den Heilungsprozess. Damit Sie ausreichend Muße für diese wichtige Zeit haben, machen Sie es wie viele andere Patienten und gönnen Sie sich in diesen 2 Wochen einen entspannten Urlaub. Wie immer ist die neue Haut bei abgeheilten Wunden zart rosa. Es kann durchaus 2 bis 3 Monate dauern, bis die Haut farblich wieder normal ist. Unser Tipp: Mit einem Abdeckstift aus der Kosmetikabteilung können Sie bei Bedarf für ein unauffälligeres Erscheinungsbild sorgen. 3 bis 6 Wochen nach der Haartransplantation müssen Sie bitte einen Moment tapfer bleiben und nicht darüber erschrecken, dass, auch wenn es widersinnig klingt, ein Großteil der implantierten Haare ausfällt. Das ist völlig normal, denn die Transplantate mussten während der Behandlung eine Zeit lang ohne Sauerstoff auskommen. Durch diesen Mangel fallen die Grafts aus, allerdings nur die Haarschäfte. Die eigentlichen sogenannten Haarpapillen sind zu diesem Zeitpunkt bereits fest verankert, sodass die Haare innerhalb eines normalen Zeitraums von 2 bis 3 Monaten sichtbar und deutlich spürbar nachwachsen. Etwa 3 Monate nach der Haarverpflanzung haben die Haare an ihrem neuen Platz wieder zu wachsen begonnen. Das Tempo dabei kann sehr unterschiedlich sein. Da sich neue Haarschäfte erst noch durch die Haut schieben müssen, können auch minimale Pickel oder Unebenheiten auftreten. Wenn Ihnen die in dieser Phase unterschiedlich schnell wachsenden Haare zu ungleichmäßig aussehen, hilft ein Friseurbesuch. Mit der Maschine ist das nach 2 Monaten möglich. Vorher lassen Sie die Haare bitte nur mit der Schere auf die gleiche Länge bringen. Nach rund 6 Monaten, in manchen Fällen auch etwas früher oder später, beginnt sich der behandelte Bereich mit kräftigen neuen Haaren zu füllen. Der Bewuchs wird dichter und dichter. Sie können sich wieder normal stylen, kämmen und eine modische Frisur tragen. Innerhalb von 1 Jahr nach der Eigenhaarverpflanzung sollten alle neuen Haare Wachstum zeigen. Die Haare können aber auch weiterhin noch an Volumen und Stärke gewinnen. Die verpflanzten Eigenhaare wachsen in der Regel über ein ganzes Leben weiter und können ohne besondere Rücksicht behandelt und gepflegt werden. Health Troubles, damit Sie sicher sein können, dass die entscheidenden Schritte der Eigenhaarverpflanzung vom erfahrenen Chefarzt persönlich und auf höchstem medizinischen Niveau durchgeführt werden. www.haartransplantation-türkei.com